REWIMFIDE. Leute, was geht? Oh mein Gott, mich greift ein Bär an. Was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Empire hier. Willkommen in der Welt von Minecraft Empire. Tobi ist heute wieder mit dabei. Hallo, Tobi. Hallo. Tobi, komm mal ganz kurz mit zum O. Da vorne ist ein Feuergolem, den sollten wir nach Möglichkeit vielleicht irgendwie hin... Warte, lass uns mit dem Schwert drauf gehen. Am besten nicht mit Feuerfeuer. Ja, ich weiß halt nicht, keine Ahnung. Aber wir sollten ihn auf jeden Fall töten, bevor der irgendwas kaputt macht, Alter. Okay. Wir lassen uns einfach beeilen. Oh, ja. Gut, okay. Das war easy, sehr gut, Leute. Ich habe ein wenig an meinem Haus weiter gebaut und habe heute wieder eine super geile Idee mit euch umzusetzen, Leute. Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich mein Haus jetzt ein großes Stück weitergebaut. Ihr seht das hier. Wir können euch mal das Theatergebäude zeigen. Das hat nämlich auch riesen Fortschritte gemacht. Schaut euch das mal an. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, schon die ersten Teile wieder gebaut. Ich habe hier oben ein bisschen rumprobiert mit Steinwänden und so. Ihr müsst mir jetzt aber erstmal, wahrscheinlich machen wir es morgen live. Schreibt mir mal eine Farbe. Ich finde dieses hier ganz schön eigentlich in die Kommentare, mit der ich oben quasi den Grundmauerteil machen soll. Ja, Plan ist folgender. Kannst du bitte aufhören? Das war gerade ein Versehen, okay? Plan ist folgender. Ich mache hier quasi nochmal ein Stück so und dann kommt hier nochmal so ein Erker hin. Das heißt, das Haus steht so ein bisschen hier raus. Hier an der Seite kommt kein Erker hin, so wie da, sondern nur eine kleine Treppe. Das heißt, es ist nicht hundertprozentig symmetrisch. Ich hatte mir überlegt, vielleicht hier in die Ecke nochmal einen Turm zu setzen. Keine Ahnung, ob das im Barock so üblich war. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal alles anschauen. Wie gesagt, im Badezimmer sieht das Ding jetzt so aus. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, das Ding funktioniert wunderbar. Unten im Weinkeller, das Teil funktioniert auch. Aber ich habe mir vorhin überlegt, Tobi, pass mal auf. Stell dir das mal bitte vor, du gehst jetzt hier quasi in mein Haus rein, beziehungsweise du stehst einfach hier und möchtest so quasi in mein Haus, stehst hier vor der Tür, machst so Ärger, so ey, schreist so rum. Also stell dich mal hier hin, so hier ist meine Tür, stell dich mal so hin und du stehst genau auf dieser Stufe und machst so Ärger, ne? Hey. Lass dir mal genau. Du. Richtig, ja. Dann wäre es ja relativ schön, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich diesem Ärger schnell zu entledigen. Deshalb, meine Freunde, habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar möchte ich da eine kleine Pisten-Contraption wieder hinbauen, eine kleine Geheimtür. Ich habe keine Sticky-Pistons mehr. Oh nein, hier sind... Fuck, ich habe keine... Doch, ich habe mal zwei im Inventar. Okay, gut, das reicht gerade noch, glaube ich. Sehr gut, okay. Denn ich habe vor, eine kleine Pisten-Contraption wieder zu bauen, Leute. Ich möchte, wie gesagt, eine kleine Geheim-Falltür bauen, mit der ich mich quasi direkt von lästigen Gästen entledigen kann. So, das soll hier vorne alles hinkommen. Ich habe auch hier extra, wie gesagt, einen freien Bereich gelassen. Das heißt, das Schöne ist ja in diesem Haus, Leute, dass wir immer überall ein wenig Platz haben für solche Geschichten. Ist natürlich wichtig, dass wir sowas mit einplanen, denn wenn nicht, dann müssen wir später Wände einreißen und vielleicht Zimmer irgendwie abändern und so weiter und so fort. Das wäre natürlich kacke. Dementsprechend bauen wir das alles schon mit ein, sodass das alles passt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert, Alter. Weil ich weiß nicht, wenn ich so eine Stufe schiebe, ne? Ob die auch wirklich. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ob die an der oberen Seite hängen bleibt. Weißt du, weil die muss ja auf die Höhe quasi so. Und ich weiß nicht, ob nicht diese beiden Blöcke miteinander so zusammen. Also, weißt du, was ich meine? Dass die interferieren irgendwie miteinander. Das müssen wir jetzt mal schauen, Leute. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier die Grundkonstruktion. Alles ganz easy und schauen uns da mal den Rest an. Hier erstmal ein paar schöne Steine verschwenden, Leute. Wir haben ja genug. Willst du einen Schalter hinmachen und testen vielleicht mal? Genau. Warte, habe ich denn noch Repeaters irgendwo? Repeaters! Nein, habe ich auch alle verbaut. Lol, da muss ich mir neue machen. Okay. Cleanstone müsste ich eigentlich noch irgendwo haben. Cleanstone. Ja, kacke, Leute. Ich habe alles schon wieder zu Steinen verkraftet. Da müssen wir kurz ein bisschen Cleanstone farmen. Jojo, das geht ganz schnell. Ja, wie gesagt, also ich habe auf jeden Fall vor, mein Haus weiter mit solchen Gimmicks auszubauen. Ich habe mal in die Kommentare geschaut. Das sind echt ziemlich coole Ideen dabei, Leute. Also ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, richtig Bock, die alle umzusetzen. Dauert wahrscheinlich nur ein bisschen, Tobi. Du bist gerade keine Hilfe, wie du vielleicht merkst, weil ich brauche Cleanstone und keinen Cobblestone. Aber ja, wie gesagt, hier müssen wir halt nochmal diese Sonderanfertigung von den Fässern bekommen. Ah, wahrscheinlich habe ich da unten irgendwo noch Cleanstone drin. Ist egal, Leute, ist egal. Wir gehen jetzt erstmal hin und craften hier alles, was wir brauchen. So, ich habe Holz, habe ich hier drin. Sehr schön. Ich habe die ganze Zeit Schluck auf, Alter. Das merkt man voll, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Sehr gut, okay, wunderbar. Pass mal auf, dann gehe ich jetzt mal hin und mache mir hier mal die ganzen Sachen, die ich brauche. Ich brauche nämlich dafür Fackeln, glaube ich. So, Redstone-Fackeln können wir eh ein paar gebrauchen. So, packen wir die mal hier hin. So. Dann machen wir hier Cleanstone hin. Zack. Es müssten 8 Repeater, glaube ich, sein. Und dann haben wir alles. Sehr schön. Okay, gut. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt, wie gesagt, einfach mal. Ob das überhaupt funktioniert, weiß ich nicht, Leute. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich möchte nur hoffen, dass das irgendwie klappt. Denn ich finde die Idee an sich eigentlich ganz cool, so ein kleines Geheimding quasi vor meiner Tür zu haben. Wenn mir, wie gesagt, jemand auf den Sack geht, kann ich dann einfach den Hebel ziehen und derjenige ist ausgelöscht. So, ausfahren tun die Dinger schon mal. Und das schließt bündig. Das sieht schon mal ganz gut aus. Pass auf, dann mache ich jetzt einfach mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal hin und setz hier nochmal ganz kurz eine Bahn hin, so, für den Redstone. Lass den da runterlaufen. Dann können wir nämlich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das schon klappt. Und wenn das nämlich funktionieren sollte, dann muss ich nur einen Hebel nach oben neben meine Tür quasi legen, weißt du? Und kann dann damit entweder die Tür öffnen oder halt sagen, auf Wiedersehen. So. Klappt das? Oh ja, ich bin runtergefallen. Als ob! Nice, hast du das Loch? Sehr gut. Ja, ich habe hier unten schon ein Loch gebuddelt, Leute. Ja, ich bin dann wie du vielleicht siehst, komm einfach mal da raus. Oder bau dich mal einfach nach geradeaus schon mal in den Raum rein, Tobi. Bau dich schon mal in den Raum rein nach vorne, weißt du, was ich meine?
Zu dir ins Haus, oder? In den Keller, in den also Keller. In den Keller, ich, hatte, ich weiß noch nicht, Leute. Ich habe vor, entweder tue ich da unten Lava rein, schaut mal, soweit es sich halt einfach lohnt. Oder ich gehe halt hin und packe da ein riesiges tiefes Loch hin mit Dispensern, mit diesen Hoppern, wo ich dann quasi die Items von den Leuten aufnehmen kann. Ist eigentlich auch ganz witzig. Aber ihr seht, Leute, das funktioniert hier wunderbar. In der Treppe vermutet keiner hier diese Falle. Es scheint auch, die Fackeln scheinen ein bisschen durch, aber ist gar nicht so schlimm. Das Schöne ist, dass ich hier oben auf jeden Fall genug Platz hätte, auch hier einen Boden drauf zu machen, ohne dass das miteinander irgendwie Probleme gibt. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall easy meine Tür drauf machen. Hast du dich reingebaut, Tobi? Ja, das gut, jetzt, also man gut, kann jetzt wieder hochgehen. Genau, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, passt mal auf, dann würde ich jetzt sagen, Leute, dann machen wir doch direkt Folgendes. Dann bauen wir doch direkt mal den Türbereich, dass wir hier nämlich hier oben auch gleichzeitig nach oben können direkt. Also, dass wir quasi hier direkt mit dem Redstone nach oben kommen. Ich würde sagen, wir machen das einfach ganz simpel. Wir können ja wirklich einfach hingehen und die Leitung tatsächlich, wenn ich jetzt meine Türe, ich baue jetzt einfach mal, keine Ahnung, Leute. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe hier nochmal so einen kleinen Erker in der Tür drin oder so. Und hier kommt dann quasi so meine Tür hin. Das heißt, ich könnte den Hebel ganz stressfrei theoretisch hier hinsetzen. So, das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Hebel ziehe, Leute, seht ihr schon, was passiert. Das ganze Ding wird auf jeden Fall funktionieren. So, wenn ich jetzt hier nämlich auch was drüber setze, ist es auch gar kein Problem. Das klappt alles. Dann kann ich nämlich hier nämlich auch einen Block drüber setzen, so dass da nichts blockiert wird und das funktioniert alles. Alter, wie geil ist das bitte? Guck mal, stell dir jetzt mal vor, Tobi, wie gesagt, stell dir mal jetzt nochmal vor. Wir machen das gleich nochmal vor, Leute, für euch, damit ihr natürlich euch vorstellen könnt, wofür das da ist, ja. Stell dich nochmal ganz kurz vor meine Tür, Dicker. Stell dich nochmal vor meine Tür, mach mal richtig hier, mach mal so richtig stumm. Mach mal den Hebel nochmal zu. Warte, pass auf, wir machen jetzt erstmal, wir setzen jetzt erstmal die Tür. Ganz unwissend, okay? Wir müssen erstmal die Tür dahinsetzen, Alter. Du machst so richtig Ärger. Du bist so ein richtiger Hooligan, der irgendwie Geld von mir will. So wie damals okay. Gamers Time. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und du stehst vor meiner Tür, machst richtig, richtig Stress und willst die ganze Zeit, dass ich rauskomme. So, meine Tür ist zu, die Wände sind natürlich hochgezogen. Und du stehst hier so, komm mal auf die Treppe und raste mal richtig aus, Alter. Hey. So, pass auf. Und dann stehe ich hier und zieh einfach so und dann fällst du einfach, wenn du dann richtig stehst da, also dann fällst du das. Also man würde einfach runterfallen, Leute. Wie gesagt, ihr seht das hier. Ich denke mal, wenn wir den Boden noch ein bisschen tiefer machen, könnten wir es vielleicht sogar schaffen, das mit Hoppern irgendwie zu verbinden, mit einem Transportationssystem, was dann quasi bis nach oben in meinen Lagerraum geht, sodass ich den anderen ihre Rüstung klauen kann. Müsst ihr mir jetzt sagen, Leute, soll ich da Lava reinpacken, damit die auf jeden Fall verrecken, oder soll ich halt so ein Item-Auffangsystem bauen, sodass ich quasi deren Rüstungen einfach klauen kann. Das Schöne ist jetzt hier, dass ich jetzt, wie gesagt, hier einfach die Wand vorziehen kann. Also ich kann jetzt hier einfach eine ganz normale Cobblestone-Wand hinziehen, Leute, schaut mal her. Kann jetzt hier quasi einfach ganz normal zumachen, so dass man überhaupt nicht mehr sieht, dass hier irgendwann mal irgendwas gewesen ist. Pass mal auf, wir machen es einfach so. Wir machen eine Cobblestone-Wand, das ist nämlich günstiger, weil die Stonebricks brauchen wir nämlich noch. Hast du noch Cobblestone, Tobi? Dann können wir das nämlich Cobblestone habe ich noch, ja. Können wir es hier nämlich schon perfekt verkleiden, Leute. So, dass es quasi so aussieht, als wäre hier nie irgendetwas Ungewöhnliches gewesen, als wäre das schon immer so gewesen, als wäre das schon immer normal gewesen. Weil ganz ehrlich, unter der Treppe vermutet ja eh niemand irgendetwas. Das ist ja meistens nur ein blöder Lagerraum. Und so haben wir den auf jeden Fall anständig genutzt. Wir haben eine kleine Falle installiert und können die natürlich auch noch nach Belieben ausbauen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass wir daraus so eine kleine Hopper-Systemfalle bauen, sprich, dass ich den anderen direkt ihre Items stehle, müsst ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, dann werde ich da einfach unten Lava hinpacken, sodass die quasi verbrennen. Kann man sich ja alles mal überlegen. Ja, Leute, also ich finde es auf jeden Fall echt eine ziemlich coole Angelegenheit. Vor allen Dingen, wie gesagt, das Schöne ist halt, man sieht es wieder überhaupt nicht. Keiner rechnet damit, Leute. Und jetzt haben wir schon drei Gimmicks in diesem Haus verbaut und das ist natürlich noch nicht alles. Es kommt noch viel, viel mehr dazu, Leute. Ich habe noch so viel kranke Ideen. Ihr glaubt das gar nicht, was ich noch alles machen möchte. Ich habe ja, wie gesagt, noch vor, das Ganze mit der Bücherei zu machen. Ich habe ja noch vor, mit den doppelten Wänden irgendwas zu machen. Also ich habe ja, wie gesagt, noch einen Raum, den ich komplett mit doppelten Wänden verkleiden möchte, wo man dann quasi einfach hinter einer doppelten Wand verschwinden kann und sich da dann quasi zurückziehen kann und Fluchttunnel müssen gegraben werden aus der Stadt raus. Ich habe eventuell vor, oben im Dachgeschoss eine, das ist relativ schwierig, ich habe mir dafür schon ein paar Tutorials angeguckt, Leute, ein Dach zu machen, was sich quasi öffnet, sodass ich von oben quasi aus dem Dachgeschoss meine Drachen starten lassen könnte. Sprich, dass ich so eine herausfahrbare Drachenplattform habe. Wird schwierig, aber ist irgendwie sicherlich möglich. Also ich habe da, wie gesagt, ein paar Tutorials vorgesehen zu richtig großen Pistentüren, die im Dach sind. Da kann man sicherlich irgendwas mit machen. Ich möchte einen Verzauberungsraum bauen. Ich möchte einen Raum bauen, wo man quasi durchläuft und direkt mit allen Items equipped wird. Ich möchte einen elektrischen Schnellofen bauen, also sprich, der halt alles richtig schnell brät und einfach automatisiert. Ich habe sogar überlegt, ein riesiges automatisches Lagersystem zu bauen. Das Problem ist halt nur, dass das so dermaßen kompliziert ist, dass ich wahrscheinlich dran scheitern werde, ohne mir da Hilfe zu nehmen. Aber ja, Leute, das ist die Idee. Ich glaube, den Grundriss des Hauses kann man schon ganz gut erahnen und ich finde auf jeden Fall, dass hier ordentlich Platz drin ist für noch mehr Sachen. Wer denn, wie gesagt, noch Ideen hat, schreibt sie mir auf jeden Fall in die Kommentare und ich würde sagen, Tobi, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier rüber und schaut euch das mal bitte an. Oh, ja. Schaut euch mal bitte an, wie unglaublich gut dieses Theatergebäude aussieht. Also unser König hat sich ein Theaterhaus gewünscht und das wird hier gerade, wie gesagt, gebaut. Hier oben die Häuser machen auch schon großen Fortschritt, aber Leute, das hier, ja, das sieht doch einfach nur unglaublich geil aus. Stellt euch mal bitte vor, wenn hier, wie gesagt, die ersten Aufführungen gemacht werden. Das kann man als Theater und Gerichtssaal verwenden, meiner Meinung.
Lässt sich auf jeden Fall beides, wie gesagt, sehr, sehr gut machen. Stell dich mal bitte vor, wenn hier die ersten großen Auftritte sind. Also wir haben ja wirklich eine kleine Oper dann quasi. Ich freue mich auf jeden Fall hart drauf. Ich bin echt froh, dass die Architekten hier quasi so fleißig an der Stadt weiterbauen. Ich finde auch diese Steintreppen hier und sowas, das passt alles. Das geht auf jeden Fall alles in die richtige Richtung. Hier kommen natürlich noch mal ein paar Häuser dazu. Das sind natürlich noch längst nicht alle Leute. Das fehlt natürlich hier noch einiges. Hier kommen noch mal Laternen dazu, wie ihr seht. Spawnen hier immer noch Dina Gaias, die auf jeden Fall hier nichts mehr zu suchen haben in dieser neuen Stadt. Aber ja, wie gesagt, alles Leute, Stück für Stück. So kümmern wir uns darum. Ah, jetzt hab ich dich gerade getroffen, Alter. Nö. Ich glaube, es war. Oh Leute, ich hab grad eine Wache abgeschossen. Entschuldigung, Sir, Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Entschuldigung. Bitte. Hier, essen Sie das Fleisch und ich gehe weg. So, Leute, ich würde sagen, das war's von dieser Folge Minecraft Empire. Wir sehen uns morgen um 19.30 Uhr wieder beim Stream. Wir haben auf jeden Fall morgen wieder einiges vor im Stream, Leute. Ich denke mal, morgen würde ich vielleicht sogar einen Großteil in meinem Haus bauen. Also, wenn die Leute auf jeden Fall begeistert sind von der Hausbauerei, die müssen auf jeden Fall morgen dabei sein, Leute. Wie gesagt, morgen gibt es dann einen kleinen Baustream. Ich denke mal, es gibt auch noch ein bisschen Action. Wartet einfach mal ab. Aber ich bin jetzt schon echt ziemlich froh. Mit dem Ganzen hier, wie gesagt, hier kommt noch meine Badewanne und sowas rein. Ich lasse noch mal jemanden kommen, der mit Chisel und Bits hier mein Haus noch mal ein bisschen ausarbeitet, weil ich kann das tatsächlich gar nicht so gut wie andere Leute. Aber ja, alles Stück für Stück, Leute. Ich bin auf jeden Fall mit dieser weiteren Falle wieder sehr, sehr zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, smasht auf jeden Fall den Like-Button nach oben, meine Freunde. Schaut unbedingt beim lieben Tobi vorbei, beim Escation. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, das war's von dieser Folge von Minecraft Empire. Macht's gut, haut da rein. Wir sehen uns morgen um 12.30 Uhr bei einer weiteren Folge wieder. Oder heute Abend um 19.30 Uhr bei einem anderen Video. Haut da rein. Ciao, ciao. Tschüss.